Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Tja, wie ihr seht, es ist Minecraft. Das, was ja mit Abstand am besten läuft. Und es ist etwas Besonderes, wo ihr mir vielleicht auch gut helfen könnt. Zudem werde ich hier ein bisschen was Neues ausprobieren. Und was ist es? Es ist genau das, was ich mich bisher immer geweigert habe, in Modpacks zu machen, nämlich Magie. Das hier ist Magie pur. Geschwelle. Hello auf die Magie. Kuh, schlag ein. Ich glaube, da ist was falsch gelaufen. So sollte es, glaube ich, nicht sein. Naja. Neue Welt, neues Glück. Ich habe dieses Modpack ausprobiert, beziehungsweise Hustenbeutel im Hals, bitte entschuldigt das. Die Frames, die hier angezeigt werden, passen aber auch nicht so ganz mit denen. Naja gut, da gehe ich nicht so ganz d'accord. Es ist interessant, wenn man zwei Frame-Counter jetzt hat. Oben rechts seht ihr ja Frames. FPS in Aufnahme jetzt gerade und sie sind etwas anderes als das, was so ein bisschen anders. Nicht viel unterscheiden sich, aber ein bisschen zu dem, was mir das Aufnahmeprogramm zeigt. Ja, Magie, Magie, Magie. Schön mit Questbook, wie es sich gehört. Open Blocks, World Domination. Und Materials in Use ist also auch Tinker's Construct drin. Wir können trotzdem hier, wie ihr seht, wir haben ein Startschwert bekommen. Ein normales Schwert. Wir können es benutzen. Freuen uns darüber. Schwein, hau rein! Oh. Und ja, Magie ist ja genau das, wo ich mich immer rumgeweigert habe, es zu machen und zu tun. Jetzt ein ganzes Modpaket darauf ausgebaut. Ich werde jetzt hier in der ersten Folge erklären, wie das Projekt laufen soll. Deswegen ist es ein bisschen viel Gelabere vielleicht. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und wir öffnen The Questbook. Magic and technology have almost always been quite separate when it comes to modded Minecraft. Nicht in den Paketen, die ich kenne, beziehungsweise da war da meistens beides drin. Wie ihr seht, hier seht ihr auch, was wir spielen. Pickle Pack Magical 2, wie auch der Titel wahrscheinlich sagen würde, da wird wahrscheinlich nur Magical 2 drin stehen. Also von dieser Ente. Das wird wohl der Mod-Ersteller sein. But this pack will change that. Throughout the duration of the pack, you will learn what it takes to be the greatest magical being that has ever existed. Okay, wir werden also lernen, was es bedeutet, der größte Magiker zu sein, Magier zu sein, der jemals existiert hat. You will use your magical abilities to industrialize the world you live in. Create giant builds that will make you all friends and enemies. Wish they were as amazing as you are. And automate everything in any way possible. So, what are you waiting for? Let's get this party started. Let's get the party started. Naja, das lassen wir mal lieber. Ja, click to start. Ah, hust, hust. So, wie ihr seht, wir spielen nicht im Hardcore-Mode. Wenn ihr da Wert drauf legt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann überlege ich es mir, es einzuschalten. Und wie ihr seht, das ist wie gesagt ein Modpack, das komplett auf Magie aufgebaut und ausgelegt ist. Amateur-Magie. Und man sieht es auch schon hier an den verschiedenen Sachen, die wir hier machen können. Was gibt es hier zu tun? Zum Beispiel Zombies killen. Ah, das muss ich mal kurz wieder umgewöhnen, dass ich jetzt hier drücken muss. Lexica Botania. Lexica Botania. Ich habe, wie gesagt, schon ein bisschen hier in dieser Welt rumgespielt. Und ja, ich glaube, wir suchen uns erstmal einen Unterschlupf. Dabei erkläre ich dann so ein bisschen, wie das hier ablaufen soll. Dabei sammle ich schon mal Blumen, weil, wie gesagt, ich habe schon ausprobiert. Dementsprechend weiß ich schon mal so ein bisschen, worauf es hier ankommt. Und die Blumen brauchen wir früher oder später eh und je. Und dann muss ich da nicht. So ein bisschen was zu essen brauchen wir auch. Darum habe ich die armen Tiere geschlagen. Es tut mir im Herzen leid. Nicht. Hallo. Hallo, Gästecher. Oh, du auch. Ich will dich nicht alleine zurücklassen. Komm mit mir. Fülle meinen Magen und du bist für immer in mir dabei. Na, zumindest bis die Verdauung durch ist. Ja, wie soll das Projekt hier ablaufen? Ich werde nicht alles aufnehmen, was ich tue. Ich werde hier also wirklich mal ein Cut-Projekt draus machen. Auch mal was Neues, was ich bisher nie so gemacht habe. Sonst war es ja immer so, die Feats Beast Togethers. Muss aber gucken, vielleicht gibt es auch demnächst mal wieder ein Together-Projekt. Ganz abgeneigt bin ich dem nicht im Moment. Ah, das hat aber, dass ich da auch mal kicke, so, wo will ich in Wüste? Wüste ist mal was anderes, sonst baue ich ja immer in Bergen. Vielleicht bauen wir dieses Mal in Wüste. Schweine werden wir hoffentlich dann am Ort, wo wir hinziehen, wo immer der auch sein mag, genug finden. Aber Blümchen, wie gesagt, Blümchen immer mit.
So, und ich sollte mein Schwert nicht so misshandeln, denn das werden wir noch brauchen. So. Hustus. So, wie habe ich mir das vorgestellt? Ich werde jetzt, ihr seid jetzt hier rumlaufen und das auch zeigen. Oh, hier ist Lava. Lava ist schon mal gut. Kann man vielleicht gebrauchen. Da haben wir ein bisschen Akazienwood. Könnten wir... Oh! Wir könnten theoretisch also schon mal ein bisschen Wood mitnehmen. Haben wir ein bisschen Wood dabei. Wood ist immer gut. Gut. Hey, getting Wood. So. Ich werde also hier auch, wie gesagt, cutten. Es ist also so, wie es manche sagen, nennen würden, ein Hardcut-Projekt. Das heißt, ich werde halt Sachen, die ich für uninteressant erachte oder die ich nicht sagen will, schneide ich raus. Das heißt, dieses Projekt wird auch sehr viel mehr Arbeit verlangen und kosten. Ich muss noch gucken, wie ich das da mache, wie viele Folgen das dann werden. Vielleicht wird es auch nur so, dass es so ein, zwei Folgen die Woche gibt. Es wird jetzt am Anfang noch mit Beaver Stackpack im Wechsel laufen. Bei Beaver Stackpack bin ich ja so ein bisschen im Moment am überlegen, wie es da zukünftig weitergehen wird. Und ich sollte mich langsam mal so ein bisschen hier irgendwo einheimisieren. Ich möchte dieses Mal irgendwie ganz gerne in die Wüste. Es zieht mich gern Wüste. Ach ja, und das ist auch drinne. Hut. Huts, die Huts. Ja, den Hut finde ich nicht so schön. Ich hoffe, wir kriegen den einen Hut, den ich haben will. Hier sind so viele, da kann noch eine ruhig mit. Und ja, wir... Oh, ja, das ungeliebte AE ist auch mit drinne. Vielleicht wird es jetzt ja etwas ein Dorf! Ein Dorf, ein Krater, da hinten sind Saplings. Und was ist das hier? Eine Schlucht. Ja, eine kleine Schlucht. Husa! Ein kaputter Baum, den können wir auch noch mitnehmen. Keine Ahnung, warum der kaputt ist. Wahrscheinlich vom Krater, vom Einschlag des Asteroiden. Ja, also es wird dann so sein, dass ich, wie gesagt, Sachen rausschneide. Wahrscheinlich werde ich dann einfach auch die Schlute zwischendurch einfach halten, wenn ich irgendwelche unsinnigen Sachen mache. Was ich aber zeigen möchte, ist halt alles, was mit Quests zu tun hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, hier, meine. Wir brauchen ein Flint. Das zum Beispiel besorgen und dann Quest abgeben. Sowas werde ich dann mit euch zusammen machen. Hier haben wir auch ordentlich Gravel, wie ich sehe. Das ist sehr schön. Zudem können wir da auch schon mal so, wenn wir dann irgendwann mal sowas sind, es ist hier auch Iguana Tinkers drin. Das heißt, Waffen müssen gelevelt werden. Sowas haben wir hier also auch. Da haben wir ein kleines Loch. Hier haben wir eine Kuh. Hier, kommt, gibt die Blümchen her. Gelbe Blümchen brauche ich auch. Das werde ich euch zeigen. Und ja, wir können es ja hier eigentlich heimisch machen, oder? Was meint ihr? Mal wüstig. Wir brauchen langsam was zu essen. Vor allem hier kriegen wir da noch Stein her. Wenn ich da mal die erste Pickaxe habe. Ja, würde ich sagen, hier ein kleines Häuschen. Ein schönes Sandhaus in der Nähe eines Dorfes und eines Kraters. Oh, und Lava. Oh, ich sehe hier schon die Schmelze. Ich sehe hier schon hier die Schmelze entstehen. Die erste Nacht wird etwas schwieriger, weil in der ersten Nacht müssen wir uns eh irgendwie einbuddeln. Deswegen mache ich jetzt erstmal so ein bisschen Sand weg, wo wir uns dann erstmal ängstlich drin verstecken können. Denn es wird langsam dunkel, finster und das mögen wir nicht so gern, wenn wir ehrlich sind. Und jo. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Projekt zusagen wird. Ich bin auch gespannt, wie das dann ablaufen wird. Wie gesagt, die erste Folge jetzt noch ein bisschen mehr Gelabere, weil wie gesagt, sagen, was hier abläuft und wie es abläuft. Ich hoffe, es kommt gut an. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, jetzt haben wir hier das ein bisschen abgebaut. Wir können hier die ganzen Blumen mal hochschmeißen. Den Sand holen wir uns runter. Zack, zack. So, noch ist hell genug. Wir bauen noch ein bisschen mehr Sand ab. Und wenn irgendwas kommt, verschwinde ich da ganz schnell jetzt rein, mach mir den, schmeiß den Sand zu und gut ist. Ich brauche Sandstone für unser erstes Häuslein. Das möchte ich jetzt so ein bisschen wüstig bauen. Akazie und Sandstone, das ist so eine schöne Kombi eigentlich. Ja, und zum Beispiel jetzt denn die Nacht werde ich einfach überspringen. Also die werdet ihr dann nicht zu sehen bekommen, außer es passiert irgendwas Interessantes in der Zeit. Ich kann jetzt noch so ein bisschen über das Projekt reden, aber im Grunde habe ich ja alles Wichtige gesagt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es auf Anklang treffen wird. Und na gut, theoretisch können wir schon was machen. Wir können die Nacht nutzen.
Hätte ich jetzt Gravel abgebaut, könnten wir sie nutzen. Okay, hier ist Dick Party. Ich bleib drin. Ja, wir sehen uns dann wohl morgen früh. Wir haben Besuch. Und ich könnte schon mal etwas machen. So. So. Dass wir zumindest schon mal einen Tinkertable hier drin stehen haben. Den werden wir nämlich ganz dringend brauchen, auf kurz oder lang. Aber wir sind jetzt erstmal ganz leise hier. Naja, andererseits. Na, der kommt auch. Okay, ich bin nicht da. Wir halten das hier aus. Wir werden hier ausharren. Bis der Morgen graut. Und noch viel länger, wenn es sein muss. Tag 1 von meinem Tagebuch. Ich bin in einer Wüste angekommen. Neben mir ein großer Krater. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber ich sehe Zivilisation in naher Ferne. Um mich herum fremde Kreaturen. Sie wollen mich holen. Doch ich habe mich in einer Sandburg primitiv eingebaut. Mein erstes Essen hängt an der Wand zum Trocknen. Und ich hoffe, dass ich überleben werde. Tagebucheintrag. Herr Okami. Ende. Ein neuer Tag wird bald anbrechen. Und wir haben arge Probleme hier. Wer sich jetzt fragt, was das überhaupt ist. Das sind drei Drying Racks. Die baut man aus Slabity Slabs. Einfach so drei Slabs in Reihe. Und gut ist, ich habe es jetzt aus ein bisschen Akazienwasser haben gebaut und wir haben ein größeres Problem. Ich bin hier hochgegangen, weil ich gucken wollte, weil es der Morgen graut. Und genau an dieser Ecke hier steht ein Flauschefuß. So, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal was essen. Ich habe da auch ganz schnell wieder auf Aufnahme gedrückt, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt hier einfach nur so Brain AFK rumstehe und mich gar nicht bewege, brauche ich ja eigentlich auch nicht aufnehmen. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder gesättigt. Wir haben ein Schwert und ich hoffe, dass die Freunde hier um uns herum bald brennen. Und dann müssen wir versuchen, dass wir hier abhauen können. Da! Ich hab ihn gesehen. Das heißt, er ist dort. Das ist gut. Das heißt, gleich todesmutig hier raushüpfen. Und wer... Warum brennst du denn nicht? Ah, jetzt brennt er. Ah, verdammt. So, hier auf die ersten untoten Gesellen einhauen, denn die müssen wir ja auch killen. Und hier. Nee, 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 Kollege. So. Habe auch noch diverse andere Modpacks ausprobiert für ein neues Projekt. Vielleicht zeige ich die auch mal. Wie gesagt, man muss dann schauen, wie das am Ende alles sein wird. Aber wir sind hier mobfrei. Oh, fuck. Da hinten spawnen Angry Zombies. Da müssen wir auch drauf achten. Hey, Angry Zombies spawnen in der Nähe. Das heißt, Gammelfleischernährung incoming. Ich will gerade von Gammelfleischernährung sprechen. So. Wir haben was zu essen. Wir haben das. Das ist gut. Das kann trocknen. Wir holen uns mal den ersten Gravel. Und werden dann wahrscheinlich... Na, wir sind ja nicht weit vom Spawn her. Das heißt, sollte ich sterben, ist es nicht ganz so wild. Zum Laufen. Und wenn wir dann irgendwann mal ein Bettchen uns leisten können, werden wir uns den Spawn hier setzen. Beziehungsweise wird mir dann hier halt auch einen Punkt machen. So. Ein bisschen möchte ich noch haben. Wir brauchen ja gerade am Anfang noch ein bisschen Gravel. Hier sind wir schon die ersten Ressourcen. Das ist Tin. Das wird auch Mining Level Tin sein. Das werden wir noch lange nicht abbauen können. Alleine auf Mining Level Copper zu kommen, wird schon ein bisschen Zeit verschlingen. So, die sollten erstmal genügen. Wir können also die erste Quest abgeben. Wir können Gravel machen in diesem netten Spiel, indem wir so drei Stück. Ich weiß nicht, ob das auch so geht. Ja, geht auch. Zack, haben wir schon mal 6 Gravel. Wir gehen in das Questebuch rein. Man sieht auch schon, er ist fertig. Wir kriegen noch 2 dazu haben und wir können was auswählen. Wir könnten jetzt ein Flint-Binding machen. Den brauchen wir dann später für die Axt oder einen Axtkopf. Wir werden hier auf jeden Fall auch Werkzeuge irgendwo herstellen müssen. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen vorgeplänkelt. Na, so weit wollte ich gar nicht. Ach. Na komm, open. Ich glaube, wir nehmen einfach mal... Ist eigentlich egal.
ist primitiv gesehen völlig Latte. Wir haben's. Jetzt müssen wir das herstellen. Dafür brauchen wir Holz. Den hier haben wir zum Glück schon. Zack. Dafür brauchen wir ein paar Stickety-Stickies. Na, komm, dahin. Und ein... Nein, nicht die Saplings. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein paar hiervon. Und, jo, wollen wir mal gucken, ne? Stencil Table. Grrrks! Jetzt aber hier, so. Zwei Kisten. Warum zwei? Eine möchte ich haben, um mal ein bisschen gelöt loszuwerden. Und die andere hierfür. Dann brauchen wir noch den da. Den da. Den da, die Tool Station. Jetzt müssen wir mal kurz ins Questebuch gucken. Wir haben alles. Nein, den haben wir nicht. Warum haben wir den 100%? Willst du mich letten? Das Spiel will mich gerade ein bisschen verarschen. Den haben wir nicht. Der wird uns aber angezeigt. Okay. Nö. Wir haben sowieso keinen Platz mehr. Genau dafür wollte ich nämlich mal eine kleine Kiste haben. So, hier ist das so primitiv. Keine Ahnung, die Bücher, die wir im Moment nicht brauchen, mal rein. Die ganzen wunderschönen Blumen, die wir im Moment nicht brauchen. Wir werden dann das Dorf da hinten auch mal plündern. Nachhaltig plündern, bitteschön. Wer mich gern weiß, was ich damit meine. So, das Questebuch mal nach da. Dann zum Bauen nach da. Na ja. So. Ah, lecker, was zu essen wieder. Gut, brauchen wir noch nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Holz. Ich habe davon auch und die auch gleich wieder angepflanzt, die ich jetzt gerade umgelegt habe. So. Jetzt haben wir das wirklich. Jetzt können wir die Quest auch abgeben und ich fühle mich nicht betrogen. Wir kriegen drei und wir kriegen hier die ersten Patterns. Ja, welche nehmen wir denn? Nehmen wir mal die da. Zack. Jo, das wird lustiger. Das wird auf jeden Fall schon mal lustiger, lustiger. Schade, dass man die nicht im Vorfeld schon mal angucken kann. Crafting Task, aber das sollten wir auch relativ gut hinkriegen. So. Stencil, Pattern, Part und dann das da, genau. Toolstation Partbilder. So möchte ich das gerne haben. Etwas beengt hier drinne, aber na gut. Wir werden ja so und so hier nicht lange drin bleiben. Also wir werden jetzt hier dann auf kurzer Lang ein schönes Häuslein hinbauen. Häusli. Aber es ist halt erstmal, damit wir überhaupt überleben können. Die hat sich hingesetzt, weil ich hier in der Nacht gesessen habe, gedacht habe, da standen so zwei Skelette. Nö, sehen die mich nicht. Geh hoch. Steht da was Grünes und explodiert. Ich konnte nur gerade so nach hinten springen. Das wäre Badaboom gewesen. So. Wir brauchen die ersten Stencils. So, ich mache hier mal so ein bisschen Sortierung. Ich bin da so leichter Pedant. Wer mich jetzt vielleicht schon länger kennt, weiß das. Die müssen in Reih und Glied sein. So, die haben wir. Die haben wir. Die haben wir. Die. Den Rest lasse ich nochmal außen vor. Noch haben wir ein Schwert. Wir können Steinschwerter bauen. Das reicht uns. Zack, zack, zack. So, wir haben ein Binding für die Axt. Die Spitzaxt. Die gute Spitzaxt. Brauchen wir das da. Und ein Wooden Rod und ein Sticky haben wir auch noch über. Wunderschön. Eigentlich brauchen wir da sogar zwei von. Ich kann sich auch einfach den Stick nehmen. Kann ich hier auch reinlegen. Wird da auch ein Rod. Rod. Denn eine Axt brauchen wir auf jeden Fall. Und eine Schaufel. Also die drei Sachen sind schon mal mega wichtig. Aber erstmal brauchen wir das hier, Grout. Dafür brauchen wir Sand, Gravel. Ja. Ne, das Übliche. Und Clay. Nicht zu vergessen, Clay. Deswegen machen wir jetzt erstmal ganz wichtig die da.
huste mal. Nein. Ich erachte die gerade als wichtiger. So. Die beiden Sachen sind mir sehr wichtig, dass wir schon mal Steine herkriegen können und ja, Gravel und Sand. Ja, Sand ist, glaube ich, das geringste Übel. Die kleinen süßen Flintwerkzeuge, wie ihr seht, Iguana Tinkers, wir leveln. Was ziemlich awesome ist. Und was auch bedeutet, dass es ein bisschen dauern wird, bis wir wirklich mit den Werkzeugen etwas anfangen können. Aber umso schöner ist es. Ich weiß noch nicht, wie weit die hier leveln, wie das eingestellt ist. Ich habe nicht in die Config geguckt. Ich spoilere mich in der Hinsicht nicht selbst, sondern ich möchte das erfahren. 33 Sand haben wir, das ist gut. Sand, Gravel, 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 Gravel. Und ein bisschen Stein, dass wir unser Fleisch schon mal wegbrutzeln können, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, lass mich hoch. An Kohle kommen wir ja leider noch nicht dran. Kohle können wir uns dann aus dem Ofen Charcoal produzieren. Das wird wohl unsere erste Prämisse werden, dass wir das auf die Methode machen. Zack. So, und dann farme ich jetzt erstmal noch so ein bisschen, bis es ganz... Oh Gott, es wird schon dunkel. Ich wünschte, ich hätte schon Clay gefunden. Das heißt, noch ein paar Steine einfach. Oh oh. Hier irgendwo ist ein Enderman Aggro. Ich bin mir sicher, dass ich keinen angesehen habe. Ich habe hier gerade das hier so ein bisschen ausgebaut noch. Damit wir so ein bisschen mehr Beinfreiheit haben. Hallo? Und das gefällt mir gar nicht, dass der da so am Brummen ist. Verstohlener Blick in die Runde. Ich weiß nicht, wo er ist und wo er Aggro ist, aber das soll er Aggro bleiben. Wo immer er auch ist. Joa. So, dann werfen wir nochmal einen kleinen Blick hier hinein. Und gucken, was wir noch so machen können. Das kriegen wir vielleicht hin. Wir werden bestimmt hier irgendwo Zuckerrohr finden. Da hinten bei den Gewässern bestimmt. Das holen wir uns dann. Da können wir dann schon eine Lexica Botanica machen. Leder haben wir ja schon. Zombies. Wir haben zwei Zombies gekillt. Stimmt. Ich habe ja ausgenutzt. Ein Creeper haben wir auch schon von 10. Supi. Skelett leider noch nicht. Ich würde mich wahrscheinlich auch erstmal hier rum kümmern, dass wir hier schon mal vorankommen. Botania. Ja, diese Mod hier, das hier halt auch mit. Und dann müssen wir mal so ein bisschen gucken. Das hier ist der Ausgangspunkt für dieses ganze Kram. Und da brauchen wir lange für. Wir brauchen 64 hiervon. Minicio Essence. Keine Ahnung, ob es Französisch, Englisch, wie auch immer ihr es betonen wollt. Dafür müssen wir aber einige Mobs killen. Deswegen, das geht eigentlich mit denen hier so ein bisschen in Einklang. Blood Magic werde ich jetzt noch nicht direkt anfangen. Und auch dieses hier werde ich jetzt noch nicht direkt anfangen. Ich will jetzt erstmal, wie gesagt, die beiden Sachen, also die drei Sachen sind erstmal mein Hauptaugenmerk, dass wir da schon mal vorankommen. Wine-Miner ist auch drin. Ja, kann auch Wine-Miner bei Enchanting nochmal Pickaxe with Wine-Mine Enchant. Okay. Ist das eigentlich automatisch oder muss man dann eine Taste drücken? Das könnt ihr mir beantworten, wenn ihr Wine-Miner kennt. Muss ich dann eine bestimmte Taste drücken oder ist das automatisch, wenn ich dann eine Pickaxe damit verzaubert habe? Nun, gut. Ich glaube, wir haben den ersten Tag halbwegs gut überlebt. Wir brauchen 16 Kraut. Das kriegen wir hin. Was wir noch schnell machen können, ist einmal den hier setzen. So. Und was machen wir da mal am besten drinne? Ja, ein bisschen Holzkohle, damit wir zumindest mal Fackeln herstellen können. Ja, so müsste es hinkommen. Haben wir noch zwei Holz über. Beziehungsweise ich mache das dann so. Zack. Wofür ist eigentlich dieses hier? Schreibt es mir in die Kommentare! Ich weiß es doch nicht, kenne mich doch überhaupt nicht aus. Schätzt mal, ob das irgendeine Magieanzeige ist oder was? Ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich euch. Genau deswegen fragt da. Ja, so, wenn das hier durchläuft, ich dann gleich die hier noch reinschmeiße, sage ich schon mal, ich glaube, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Lasst mir ein bisschen Feedback da, wie ihr das findet, dass ich jetzt hier dann im Endeffekt so uninteressante Sachen rauscutte etc. pp. Und dass ich mich hier wirklich mal wieder mit was Questigen beschäftige, vor allem mit etwas, was ich bisher versucht habe zu vermeiden, nämlich Magie. Wenn euch das Projekt gefällt, empfehlt es weiter, denn das hilft mir wirklich, wirklich, wirklich sehr.
Wer mich unterstützen will, diverse Links gibt's unten in der Beschreibung. Einfach mal einen Blick reinwerfen. Tut auch nichts allzu weh. Hoffe ich zumindest. So, ich mache mir jetzt hier schon mal ein paar Stickidi-Sticks, damit ich gleich noch loslegen kann. Und bevor ich mich ganz verabschiede, ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, erste Folge. Und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, hier Magical 2. Tschüss.